Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal mit Kameramann. Hallo, Herr Kameramann. Vito Strich unten 1608. Machen wir schon mal Werbung. Instagram. Ich verlinke ihn auch unten in der Videobeschreibung. Oh, vielen Dank. Ja, heute machen wir mal was Schnelles. Und zwar machen wir einen Rap. So dürremäßig. Ja, wir haben ja heute Mittag über Döner geredet. Genau. Welche Döner ist gut, welche ist schlecht, warum sind sie gut, warum sind sie schlecht und dann die spontane Idee. Genau, deswegen haben wir jetzt gedacht, wir machen Dürüm. Und zwar habe ich hier mal Wraps besorgt. Die kann man auch übrigens selber machen, aber dafür habe ich jetzt keine Zeit. Wie gesagt, es war spontan. Dann haben wir hier mal ein bisschen Tomaten, eine Zwiebel, etwas Salat, frische Petersilie, Gewürze, Salz, Pfeffer, ein bisschen süße Paprika, unser Hähnchenfleisch. Das ist gefrorenes, schon vorgeschnittenes und leicht angebratenes Hähnchenfleisch. Das kriegt man in jedem Supermarkt oder Discounter. Ihr könnt natürlich auch frisches nehmen und es selber machen. Ja, dazu haben wir hier eine Joghurtsoße, die werden wir dann noch würzen und ein bisschen mischen. Und eine Knoblauchsoße, die habe ich schon vorbereitet. Ja, hier Joghurt, 10% Fett, griechischer Sahnejoghurt am besten. Und wie gesagt, die Knoblauchsoße ist eigentlich der Joghurt schon vorbereitet mit Petersilie, Knoblauch, etwas Gurken, Salz, Pfeffer. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los und ich schneide mal hier die Zutaten. Alles klar, ich bin schon aufgeregt. So, fangen wir mal an, den Salat zu schneiden. Wir sehen uns jetzt gleich wieder, wenn ich den Joghurt vorbereite. Bis gleich. Ewigkeit später. So, jetzt geht's an die Joghurtsoße. Wir haben hier, wie gesagt, für zwei Personen habe ich jetzt hier 4 oder 5 Esslöffel Joghurt. Dann nehmen wir hier noch Gewürzgurken. Ihr könnt auch eine frische Gurke reinreiben. Etwas Pfeffer, Salz und ein bisschen Paprikapulver. Und das Ganze werden wir dann verrühren. Dann kommt noch hier eine kleine Geheimzutat rein. Und zwar ist das von diesen Essiggurken, das Gurkenwasser. So 1-2 Teelöffel. Und das ist unsere Joghurtsoße. Kommen wir ein bisschen näher mit der Kamera. Da sehen die mal die Konsistenz. Wir sehen uns jetzt gleich wieder beim Fleisch anbraten. So, weiter geht's. Also, liebe Leute, jetzt kommen wir mal zum Fleisch anbraten. Wie gesagt, das ist, weil wir halt alles auf die Schnelle gemacht haben, sind es gefrorene Hähnchenstreifen. Die schmecken jetzt nicht schlecht, die schmecken auch gut. Wir hatten jetzt halt nichts anderes parat, deswegen ist das die beste Lösung. Ihr könnt auch frisches Hähnchenfleisch nehmen, es in Streifen schneiden, würzen und anbraten. Das schmeckt natürlich noch mal ein bisschen besser, aber wie gesagt, das ist auch eine sehr gute Alternative. Wir nehmen etwas Öl in die Pfanne. Wokpfanne ist so mein Favorite. Macht Spaß, in der zu kochen. Dann tun wir das Fleisch da rein. Machen ein bisschen Salz rein. Etwas Pfeffer. Simple Gewürze. Ihr könnt auch jetzt mit Kräutern, Petersilie und was weiß ich, Knoblauch noch dazu. Ich halte das jetzt einfach mal ganz schlicht. Sowas hat meistens auch jeder zu Hause. Vorteil an diesem gefrorenen Hähnchenfleisch ist, dass das ziemlich schnell durch ist.
So, ich würde sagen, wir braten das jetzt noch ungefähr so 2-3 Minuten. 6,5 Stunden später. Ich beschreibe euch alles in die Videobeschreibung. Rezepte, ich mache es am besten für 4 Personen. Dann wisst ihr auch genau Bescheid. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich beim Belegen. 12 Sekunden später. Irgendwann später. 1 Minute 37 Sekunden später. So, liebe Freunde, das Fleisch ist soweit gut. Bevor wir natürlich belegen, machen wir hier unsere Wraps kurz warm. Ihr könnt es im Ofen machen, in so einem Toaster oder hier einfach in der Pfanne. So geht es am schnellsten. Dann braten wir die Dinge hier mal kurz mal an. Hier, unser Wrap hat hier schon eine schöne Farbe auf der einen Seite. Immer aufpassen, dass es nicht zu lang drin bleibt, sonst verbrennen die. Und ich würde mal sagen, den holen wir mal jetzt raus und belegen den ersten. Und den zweiten tun wir schon mal hier in die Pfanne. Willst du Joghurt oder Knoblauch? Joghurt. Bisschen Joghurt. Und schön hier als Unterlage. Ein bisschen Joghurt drauf, ein bisschen von unserem. Das ist ja Freitagabend und man weiß ja nicht, Fleisch, was ja, auf dem Heimweg passiert. Ich werde Knoblauch nehmen, weil ich muss nirgendwo hin. Ich habe 2 Kinder, ich bin verheiratet. Ist das gut hier so ein Fleisch für dich? Was sagst du? Das reicht. Reicht das? Glaube ich, wenn du das sagst. So, Salat mit alles. Wir belegen jetzt den zweiten Wrap. Das Fleisch hat eine sehr schöne Farbe. Was hast du vorhin gesagt? Wer braun ist, kriegt Frauen, oder wie hast du das gesagt? Keine Ahnung, ich hab's vergessen. Hast du schon wieder vergessen, okay. So, ich mach mir hier ein bisschen Knoblauch drauf. Ah, bist du braun, kriegst du Frauen, natürlich. Genau, bist du braun, kriegst du Frauen, genau. Habt ihr eigentlich gemerkt, wie schnell und einfach das alles geht? Und es wird auch richtig gut schmecken. Hoffe ich. Das kann dann der Kameramann beurteilen. So, das ist unser zweiter Wrap. Deine Frau freut sich später, gell? Warum? Achso, wegen dem Knoblauch. Ach, die freut sich. Ja. So, hier gibt es auch so eine besondere Technik zum Falten für jemanden, der das noch nie gemacht hat. Das machen die bei der Post auch so, habe ich mal gesehen. Echt? Briefumschläge falten. Einmal hier unten, einmal hier, einmal da. Festhalten, Folie und dann schön zusammendrücken. Unten zu, oben zu. Ja, voilà. Und fertig ist die Geschichte. So, meine Freunde, das war's auch schon mit unserem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. So sieht das Ganze hier aus. Ein schöner Wrap. Dürüm, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ein bisschen Beilagensalat. Das sind die Reste, was übrig geblieben sind. Da habe ich nochmal was schön da hier gezaubert. Gell? Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke. Gebt dem Video einen Daumen hoch. Kommentiert das Ganze, was ich auch als nächstes kochen soll. Folgt mir auf Instagram. Das verlinke ich unten in die Videobeschreibung. Meinen Kameramann verlinke ich natürlich auch unten in die Videobeschreibung. Vielen Dank nochmal fürs Drehen heute. Ich danke dir. Ich habe meinen schon gegessen, während er das hier vorbereitet hat fürs Foto. Ja, vielen Dank. Ja, dann vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Schaltet auf jeden Fall noch wieder ein, wenn es heißt... Keine Ahnung, lasst euch was einfallen. Haut rein. Ich habe eigentlich alles, was ich gekocht, also alles, was ich gekocht habe, habe ich gekocht, logisch. Aber, ja, keine Ahnung. Jetzt babbel ich gerade ein bisschen Mist.
So, das schneiden wir raus. Wenn der Laden zu hat, Wraps kaufen, Hähnchenfleisch kaufen, Salat. Und gut ist die Hirnsache. Ja, das muss es schneiden. So, weiter geht's.